Unterschied zu dem Album, zu den Alben davor, dass die Songs teilweise irgendwie nachdenklicher oder nicht mehr so optimistisch sind wie früher, dass es auch um die schwierigen Seiten zum Beispiel von der Beziehung geht. In 20.000 Meilen ist ja auch so ein Trennungssong. Sogar die Songs, die so ADM-Blues und Berliner Luft, da geht es ja trotzdem um Probleme, die man irgendwie hat. Und ich glaube, früher war das mehr alles so Fantasie-Zeug. Ich glaube, das ist so der Unterschied in dem neuen Album zu den alten Sachen. Am 1. September. Wir haben sie bekommen in Köln. Zwei Wochen vorher haben wir in Köln gespielt und dann hat eine von dem Label uns die mitgebracht. Da haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Die Platte. Die offizielle Release-Party war ja dann im Venue am 23. September, glaube ich. Dann waren wir die ersten zwei Wochen im Oktober unterwegs. Wir sind leider einen Tag früher nach Hause gekommen. Aber die erste Show zu der Platte war doch dann in... War das nicht dann Rockenwalde? Nee. Naja, Rockenwalde am... Inoffiziell. Rockenwalde am 3. September und dann am 9. September in Hamburg beim Burger. Burger Invasion. Und dann die zweite in Leipzig und das dritte Mal in Berlin. Offiziell. In the summer, August, we went to Aschaffenburg and we left. But the first show you played with us was on the roof of the Festa Kreuzberg. That was the first show? I think that was the first show you played with. No, we played in Cologne before, no? In Cologne was, I think, after this. Something else, you know. But now I think it's when I think about the album, I hear this dish. What dish? Dish? Ah, du lässt. Du lässt dich. Which one? I thought you're talking about dishes. Du lässt dich gehen. The dish. Show, is it a punk show in a shitty place? Then we play more of my songs because they are. Am fettesten wäre es, wenn alle Songs wirklich von Oscar und mir wären und nicht irgendjemand, so dass jeder so seine Songs hat. Wäre vielleicht auch ganz fresh fürs nächste Album. Ja, ja, manchmal hatten wir das bei so Alben so, dass jeder hat so seinen Song und arbeitet an seinem Song. Das sind Lorenz Songs, das sind meine Songs. Und bei dem neuen Album hatten wir ja auch die Roboter und Roboter zum Beispiel haben wir zusammengeschrieben oder Sayonara. Und die werden dann nochmal anders, wenn man die zusammenschreibt, als wenn man der einzelne Autor ist. Lass dich gehen, das ist eigentlich ein Song von der Text, der ist von hier Charles Aznavour und die Musik ist von mir. Wo gehst du mir gegen die Natur? Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein.
seit Wochen lebe ich neben dir, fühle gar nichts neben mir, nur dein Geschwätz so leer und dumm. Ich habe Angst, lass mich nicht rum. Na, Lorenz hat irgendwie einen neuen Song daraus gemacht. Weil ich habe erst Lorenz' Version gehört, er hat mir das in der Küche vorgespielt, dieses Riff. Und das Original ist ja so jazzig. Und ich finde, das passt zu dem Album, weil da sind viele Songs, wo zum Beispiel der ADM Blues ist so ein Song von Natural Child, den wir ins Deutsch übersetzt haben. Oder Die Erde, der letzte Song, ist so ein Song von einer Band aus Berlin, den wir aber irgendwie, ich finde, wenn man einen Song covert, dann sollte man den zu seinem eigenen Song machen. Und das hat Lorenz mit Du lässt dich gehen gemacht. Aber das Lustige an dem Song ist ja, dass er eigentlich nicht so recht gut ankommt. Er hat oft angesprochen, Mensch, du bist aber garstig zu deiner Freundin oder so. Heißt es ja, du lässt dich gehen, deine Socken ziehen Wasser und hast du nicht gesehen. Aber eigentlich ist es ein purer, romantischer Love-Song. Also Songs, die das Publikum sofort kapiert hat, sind so Berliner Luft und Die Erde, so Mitsing-Songs. Aber wenn man Max fragt, unseren neuen Tourbegleiter und Fahrer, dann ist es auf jeden Fall Sayonara. Nach jeder Show kommt der Junge in Backstage gerannt. Dude, geile Show und Sayonara. Also wenn da keiner tanzt, dann ist er einfach nur falsch. Jedes Mal. Platte, die wir machen wollten mit der Platte, war eigentlich sowas ähnliches wie die Platte. Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, aber zum Beispiel auch mit dem guten Papier und so. Und das Neil Young hat ja zum Beispiel auch auf dem Land in der Scheune aufgenommen, das hat uns sehr inspiriert. Auf jeden Fall, wir haben das rauf und runter gehört zu der Zeit, oder? Das ist von Sigoni, ja. Andere Platte, die uns sehr inspiriert hat, die Flying Burrito Brothers und Graham Parsons, die so Rock'n'Roll mit Country gemischt haben in den 60ern und 70ern. Und ich hatte halt so eine Graham Parsons Phase, woraus, glaube ich, 20.000 Meilen entstanden ist.
anderer großer Einfluss natürlich auch Townsend Sand. Ja, solche Sachen. Und wir, ich war zu der Zeit immer, bevor wir aufs Land gefahren sind, in so einem Plattenladen in Berlin, in The Record Store in Berlin-Mitte. Und er hat mir zum Beispiel auch die Platte gegeben von James Talley. Ich meine, die größte Inspiration für das Album war ja hier eigentlich CCR auch. Creedence. On the top of their heads. Willie und Waylon kann man natürlich nicht vergessen. Gene Clark, der war bei den Birds und der hat sich auch aufs Land zurückgezogen und Haschisch geraucht und diese Platte auch, die haben wir auch viel gehört. Das ist auch super. So ein Typ, den niemand kennt, Danny Lyle, auch so 70er Country. Wir gehen, sag ich mal, in die Runde, die Prämisse ist, dass ihr das in diesen 3,5 Minuten austrägt und am Ende des Songs die leeren Flaschen umgekehrt nach oben haltet. Kriegt ihr das hin? Ehrlich? Ist das die Berliner Luft? Berliner Luft! Wenn ich kotzen muss, liegt das etwa an der Berliner Luft? Als Berliner Luft fing, glaube ich, so an. Ich habe so ein Interview gehört mit so einem Typ von der Band Endless Boogie und die spielen so stumpfe Rockriffs, so 10 Minuten lang. Und dann hatte ich die Idee für den Refrain, dieses Prinzip, dass man Berliner Luft trinkt, kotzt und dann gegen den Mundgeruch wieder weiter trinkt. Also so ein Endlos-Loop. Und den Refrain hatte ich irgendwie im Frühling. Und dann waren wir im Sommer auf dem Dorf in Ringwalde. Und Lorenz und Giles sind angeln gefahren über Nacht. Und ich saß vor dem Haus mit einer Akustikgitarre. Und der komplette Song kam quasi in einem Stück zu mir. Und ich habe quasi mitgeschrieben und eine ganze Seite vorgeschrieben. Und dann am nächsten Tag haben wir den Song geprobt und der war fertig und das passiert sonst fast nie bei mir. Und dann haben wir das Album aufgenommen und waren schon fast fertig und nur noch der Song mussten wir irgendwie aufnehmen. Und dann hatte ich so eine Halsinfektion und bin aber nicht zum Arzt gegangen und es wurde immer schlimmer, dass ich am Ende nur noch so ein sabbernder Zombie war. Und wir sollten schon abfahren und ich war so am Sabbern. Und dann haben wir an dem Morgen von dem letzten Tag die zwei Gitarrenverstärker in den zweiten Stock gestellt, den Bass gecheckt, das Schlagzeug und irgendwie 3 Takes davon aufgenommen. Und dann bin ich zum Krankenhaus gefahren. Und ein paar Wochen später haben wir die Vocals aufgenommen und bei Giles Geburtstag die Backup-Vocals. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir es noch geschafft haben, ein gutes Take aufzunehmen, weil ich war echt am Ende. Auch mein persönlicher Stress mit der BVG konnte ich darin verarbeiten und die Zeit, wo ich auf dem Friedhof gearbeitet habe. Also viele verschiedene Sachen sind in diesen Song gekommen. Also wenn du mich fragst, so was dieser Song bedeutet, mit Berliner Luft wegen Getränk, natürlich, das ist so der, eigentlich nur der Gag an dem Song, aber da kommt zu 100% dieser typische Frust auf diese Stadt rüber. Deswegen feiere ich echt den Song. Plattentext, Berliner Luft hin und her. Berliner Luft sponsert uns. Schenkt uns jeden Monat 50 Flaschen und macht uns glücklich. Alter. War Giles. Rocker war Giles. Pro Person. Und Glitzerluft bitte nicht. Glitzerluft.
Damit, wenn ich stürze, mag ich denken.